Morgens um 6 wurde ich abgeholt und dann gab es ein kleines Frühstück mit ein paar Snacks und dann waren wir am Platz und unser Heißluftballon wurde aufgeblasen. Das hat alles recht lange gedauert, ungefähr eine Stunde, und währenddessen sind schon die ganzen anderen Ballons gestartet und es wurde auch hell. Ich bin da schon langsam nervös geworden, weil ich gedacht habe, wir sind spät dran, aber das waren wir eigentlich gar nicht. Jetzt wurde unser Korb umgestürzt. Wir waren so ungefähr 20 bis 24 Personen. Pro Abteil haben dann so 4 Personen Platz gehabt. Jetzt ging es auch schon los. Und dann kam der wunderschöne Ausblick. Ich konnte das gar nicht glauben. Da waren wirklich so viele Heißluftballons in der Luft. Pro Tag starten hier ca. 150 Ballons von 20 verschiedenen Unternehmen. Die Preise sind sehr unterschiedlich. Im Winter manchmal 90 Euro, manchmal aber auch weit über 300. Leider habe ich dieses Mal auch 300 Euro bezahlt.